Für mich liegt das Paradies immer am nächsten Ort. Ich finde, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, dass wir das Paradies suchen. Wenn wir es gefunden haben, suchen wir das nächste Paradies für uns. In der Arbeit an dem Abend bin ich eigentlich immer mehr drauf gekommen, wie viel es mit unserem doch täglichen Leben zu tun hat, wo wir doch wirklich immer das Paradies suchen. Wir suchen es in Orten, wir suchen es in Geld, wir suchen es in Macht, wir suchen es in allen möglichen Dingen und sind aber nie zufrieden, wenn wir es erreicht haben, weil wir wollen dann immer das Nächste. Es ist eine Reise zu diesen Paradiesorten, die gleichzeitig dann immer auch eine Reise weg vom Paradies ist. Giovanni Solima hat in seiner Musik sehr verschiedene Orte. Das klingt manchmal ganz europäisch-klassisch, dann klingt es plötzlich arabisch, dann kommt der Balkan rein. Das sind ganz verschiedene Positionierungen, die ich eben auch verwende in der Choreografie, dass man zu verschiedenen Orten gebracht wird. Und es ist eine ewige Reise, es ist eine ewige Suche nach dem Paradies.